Herzlich willkommen zurück zu einer neuen donnernden Folge von Ghost of Tsushima. Der Baum winkt euch zu. Ich würde sagen, wir machen da beim Fuchsbau weiter, dann erkunden wir noch das Stückchen, gehen kurz gehen, gehen dann in die Richtung. Zur Braunfluss, also hier zur Schmiede von Komatsu. Oder gehen wir dann mal, ne, wir gehen dann. Ach, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da immer so unaufgeschlossen. Aber, ne, wir gehen erstmal zur Stadt. Um ein bisschen verbessern. Dann gehen wir zum Fuchsbau und dann schauen wir mal. Wir haben ja den Himmelsschlag gelernt. Das ist ein sehr mächtiger, schneller Angriff. Ja, gesagt, der Himmelsschlag ist ein. Ja, stand doch da mächtiger. Hey, du willst mit uns reden? Bitte rettet uns, mein Kennt Herr. Ihr die Geschichte von Tadayori, mein Herr? Ich kenne den Namen, doch nicht seine Heldentaten. Man glaubt schon lange, dass Tadayoris Rüstung ihm große Macht verlieh. Und es verheerend wäre, wenn sie in falsche Hände fiele. Das darf ich nicht zulassen. Erzählt mir mehr von dieser Geschichte und der Rüstung. Der Musikant Yamato kann euch da helfen. Er erzählte mir die Legende in Asamo, am Fluss, der den Ort von Tsuzu trennt. Alles klar, wo ist denn das? Ist wahrscheinlich die nächste. Ja. Kriegen wir eine Rüstung. Sehr schön. Aber bis wir da sind, dauert das nur ein paar Folgen, ne? Also. Ja. Das Spiel soll um die 50 Stunden gehen und. Ja, bei mir wahrscheinlich viel länger. Und es kommt dann noch eine Menge Leute. Das ist kein kleines Spiel und das ist auch gut so. Ich hoffe, das beschäftigt uns bis zur PS5. Also mich zumindest. Soll ich euren Bogen verbessern, Herr? Ja, bitte. Weil ich gern den langen Bogen hätte, aber. Tod aus der Entfernung. Wir sehen uns wieder. Den habe ich noch nicht. Ich muss auch noch gucken, wo ich den kriege. Schwertschmied und. Rüstungsschmieden will ich nicht, weil ich noch keine Rüstung habe, die ich tragen will. Fürst Shimura, ich weiß. Nicht er. Anscheinend haben die Mongolen einen nicht erwischt. Wenn das stimmt, müssen wir es zusammen sagen. Ja. Nicht alle sind tot, ich lebe noch. Und ich werde auch leben bleiben. Hoffentlich. Lasst mich eure Rüstung veredeln. Nicht, dass das so endet wie bei The Last of Us, ne? Das will man ja nicht, bei jedem Spiel. Sind eure Klingen noch in Ordnung? Sonst sagt Bescheid. Ja, es ist noch in Ordnung, aber es könnte natürlich besser sein. Jetzt wäre nur minimal besser, aber hey. Eure Klinge ist bereit. Besser ist besser. Verzeiht, ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Oha, mehr Vorräte, mehr Eisen und mehr Stahl. Gold habe ich genug. Alles klar. Möge euer Stahl uns Glück bringen. Fuck. Warum sage ich fuck? Aber was ich cool finde, die Blätter. Das ist ja ziemlich nice gemacht. Das ist ja mal nice gemacht. Nice gemacht ist das. Erstmal den Fuchs. Mit dem linken Stock. Hi, da bin ich. Ich war lange weg, ich weiß, aber. Ich musste noch etwas zu Ende bringen, Herr Fuchs. Ich hoffe, du warst nicht so einsam. Oh, es ist direkt hier. Hui, und es ist direkt hier. Hi. Danke, Herr Fuchs. Wo bist du hin, Fuchs? Ach man, vergiss immer, dass ich. Jetzt möchte ich noch gucken, ob ich hier irgendwo. Also da. Da können wir als nächstes wohl hin. Nein. Ach.
Ach, wenn ich die... Oh. Gut, Blumen sind mir nicht so wichtig, aber hier diese Sachen. Ey, das ist ja nice, das wusste ich gar nicht. Warum sagt mir das denn niemand? Sorry. Hier die Banner werden mir angezeigt, Artefakte werden mir angezeigt und Aufzeichnungen werden mir angezeigt. Das ist ja mal nice. Das ist ja mal nice, das heißt... Wir gehen erstmal hier hin und dann werden wir mal gucken, ob wir da oben was übersehen haben. Sorry, Leute. Sorry, sorry, aber das... Ja. Das hätte zum Erkunden gedacht. All meine Waren sind nützlich. Ich hoffe, ich habe, was ihr sucht. Oh, du kannst mir das hier verbessern. Das ist auch in Ordnung. Mehr Kunais, mehr Rauchbomben oder mehr Haftbomben. Ach, ich mag Kunais. Ausgezeichnete Wahl. Danke. Bis zum nächsten Mal. Braucht ihr irgendwas, mein Herr? Ja. Ich würde gern sehen, wie das aussieht. Ja, lad mal schneller. Warum lädt denn das immer so langsam? Aber ich glaube, ne, ich nehme das Gute. Was immer euch hilft, hilft uns allen. Danke, danke. Ja, was brauchen wir eigentlich zum Verbessern? Vorräte, okay. Ja, an Vorräten werde ich kommen, würde ich sagen. Leder haben wir genug. Das heißt, ich könnte direkt mal... ...verbessern. In Rot sieht das auch ein bisschen besser aus. Gut, aber das Schwertdesign, das mag ich nicht. Nicht so. War doch nicht so meins. Haben wir irgendwas Rot? Also klar haben wir was Rotes. Rot ist so meine Farbe. Gut, aber... Darf ich euch helfen, mein Herr? Paar Sachen verkaufen. Nee. Hier kann ich nichts verkaufen. Ich wäre euch gern zu Diensten. Doch, dir kann ich Sachen verkaufen. Bombos. Wie viel kriege ich dafür? 5. Eisen. Eisen. Wie viel kriege ich denn für Leinen? 15. Für 7 kriege ich 105. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel ich brauche. Ich verkaufe den mal 27. Damit kann ich viel anfangen. Ja, danke. Darf ich jetzt bei dir verbessern? Ja, dürfte ich. Aber jetzt, was habe ich gerade denn an? Aufzeichnungen? Artefakte? Banner? Entschlossenheit. Gehen wir erstmal hier in die Richtung. Ja, das wird mal wieder eine Suchfolge. Wir hatten ja in der letzten Folge eine Quest. Wie gesagt, ein, zwei Erkundungsfolgen und dann immer eine Mission oder so. Alle 2 bis 3 Folgen lang. Würde ich mal behaupten, dass das ganz praktisch ist. Gehört halt zum Spiel dazu. Finde ich. Ist das hier in der Nähe? Ja, es ist in der Nähe. Ja, ich spüre es pulsieren. Ach, das habe ich gar nicht bedacht, dass das
Das kann. Das macht das Suchen natürlich viel angenehmer, Leute. So kriegen wir auch leichter 100%. Na, ich glaube hier oben. Ja. Das ist sehr schön. An Sensei Ishikawa überbringen. Sensei Ishikawa, Fürst Hirotsune Nagao, bedarf dringend eurer Anwesenheit in Komoda. Ich bin angewiesen, euch mein Pferd sowie alle nötigen Vorräte zur Verfügung zu stellen, damit ihr unverzüglich die Reise antreten könnt, um unser Land zu verteidigen. Bitte legt alle Bedenken wegen vergangener Missverständnisse beiseite. Euer Gnaden versichert euch, dass die Bogenschützen des Nagao-Clans dem Größten unter ihnen nichts als Zuneigung, Respekt und Verehrung entgegenbringen. Yasumasa ist das Haki-Hauptmann der rechten Garde unter Fürst Hirotsune Nagao. Ja. Das klingt doch mal ganz gut. Können wir da direkt hin? Ich will nur gucken. Wie viel Uhr wir haben? 18.20 Uhr. Ja. Zwei Folgen schaffe ich heute noch. Dann habe ich mal wieder 4 im Stück aufgenommen. Ist halt nicht immer leicht, 2 Stunden zu bringen, aber. Gut, die Blumen sind mir nicht ganz so wichtig, ne? Blumen sind mir nicht ganz so wichtig. Also, sie sind schon nice to have. Aber die muss ich jetzt nicht unbedingt suchen. Nee, dann haben wir es ja gar nicht so schwer, alle Sachen zu finden. Ab und zu mal die Tracht des Reisenden ausgerüstet, dann passt das. Ist das hier in der Nähe? Ja, wahrscheinlich da. Da hatten wir dann da was übersehen, aber gehört, ist halt so, ne? Ja, das musst du mir jetzt nicht jedes Mal sagen. Mehr in die Richtung. Ich meine, ich spüre es pulsieren. Das heißt, in dem Gebäude würde ich vermuten. Muss nur gucken, wie ich da reinkomme. Ja, in dem Gebäude. Ich dachte, ich hätte hier alles eingesammelt. Gespräche mit dem Khan 3. Eine äußerst interessante Woche. Kotun Khan hält Fürst Shimura auf Bokkaneda gefangen. Er offenbarte mir, dass ihm der ehemalige Jito lebendig mehr wert ist als tot. Tatsächlich will Kotun ihm ein Angebot machen. Durch seine Spione und Informanten hat Kotun erfahren, dass Shimuras Ambitionen sich über Tsushima hinaus erstrecken. Er weiß auch, dass Shimuras Frau und Söhne tragischerweise früh verstorben sind und er deshalb keine Erben hat. Kotuns Angebot, Shimura soll sich den Mongolen anschließen und Shogun werden, als Kotuns rechte Hand, und ihm dann zusammen mit Goryeo dabei helfen, Kublai zu stürzen. Wer sich Kotun Khan in den Weg stellt, ist ein Narr, und nach allem, was ich gehört habe, ist Shimura vieles, aber sicher kein Narr. Naja. Das, ob man dann ein Narr ist, wenn man ihm nicht aus der Hand frisst. Ich weiß ja nicht. Das scheint näher zu sein. Ist halt die Frage da beim Fuchsbaum? Naja, gut. Ich denke ja. Ja, ist nicht sehr weit weg. Aber wo habe ich denn hier was übersehen? Ist nicht klar, ich übersehe gerne was. Aber kann es sein, dass es die erste Folge ist, wo wir nicht kämpfen? Ich hoffe mal nicht, weil ich würde ja gerne das hier probieren. Wie das sich so im Kampf macht. Aber wo habe ich denn hier was übersehen? Ich war doch im Leuchtturm. Hör.
Irgendwo hier am Leuchtturm soll was sein. Ich hoffe nicht hier irgendwo hier unten. Weil da kann ich ja nicht hin. Zumindest wüsste ich nicht wie. Außerdem würde der Wind ja dann noch funktionieren, ne? Habe ich hier wirklich was übersehen? Fräulein? Bin ich blind? Sag nicht ja, bitte nicht. Wäre ja peinlich. Nee, wo habe ich denn hier was übersehen? Das wüsste ich gern. Hä? Wo soll hier denn ein Aussehensobjekt sein? Ich könnte mir vorstellen, dass es da unten ist, aber wie komme ich da runter? Ohne zu sterben jetzt. Also hier kommst du nicht lang. Nee. Wo zur Hölle ist hier ein Aussehensobjekt? Kommt man da lang? Nö. Warum redet ihr nicht mit mir? Gott, das ist aber ein bisschen peinlich. Der vibriert halt auch nicht, aber das macht er halt nur bei Artefakten und so. Ich dachte, ich hätte mich hier gut genug umgesehen. Aber scheint ja nicht der Fall zu sein. Das scheint ja tragischerweise nicht der Fall zu sein. Also notfalls muss ich später hier nochmal herkommen und vorher googeln. Hier komme ich halt nicht weiter hoch. Hier vielleicht weiter runter? Ich glaube nicht. One Schuss. Gut. Da werde ich einen kurzen Cut machen, nehme ich an. Ah, da bin ich wieder. Ich hoffe, ich habe das jetzt rausgecuttet, sonst wird das peinlich, aber... Ich wollte eigentlich mal googeln, aber speziell finde ich gerade nichts. Kann jetzt sein, dass wir die irgendwie erleuchten müssen, die Leuchttürme. Oder sonst irgendwas machen muss. Ich gehe noch einmal rauf, und wenn ich da dann nichts finde, dann habe ich halt Pech gehabt. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ich meine, den haben wir schon erleuchtet. Deswegen verwirrt mich das nur. Ja. Na gut. Ich muss ja nicht alles finden. Also, jetzt noch nicht.
Ja, da bin ich absichtlich runtergesprungen. Geht ein bisschen schneller. Nö. Das scheint hier irgendwo lang zu gehen. Aber ich weiß nicht wo. Ich habe keine Ahnung. Kann ich da ganz hoch? Ich glaube nicht. Na gut. Das ist gerade nicht das, was ich herausfinden kann, deswegen lassen wir das mal. Zeigt ihm in die Richtung. Dann zeigt ihm auch hin. Das scheint in der Nähe zu sein. Gut. Dann werden wir halt diese Folgen nutzen, um ein bisschen zu erkunden. Das ist noch sehr weit weg, auch ein bisschen. Nee, niemand kann uns brechen. Oder wen auch immer. Da oben ist auf jeden Fall was, ich hab's gesehen. Ich bin halt immer unsicher, wo ich lang gelaufen soll, ne? Da bin ich immer ein bisschen unsicher. Wir werden noch ein Objekt sammeln und dann war's das wahrscheinlich für diese Folge und ich werde in den nächsten dann zur nächsten Quest laufen. Ich muss nur dran denken, dass ich das hier rauscutten muss. Aber ich denke, das kriege ich schon hin, und wenn nicht, könnt ihr halt eine Minute vorspulen oder so. Mhm. Gehen wir hier rauf. Das glaube ich am besten. Vielleicht können wir da oben auch kämpfen. Das wäre ganz nice. Dann können wir mal den Schlag einsetzen, den wir gelernt hatten. Hier der. Sieht ganz danach aus. Oh, scheiße. Mit überwältigender Gegnerpräsenz. Ne, ich glaube, das lassen wir mal. Ich glaube, das lassen wir mal. Ja, wir werden dann als nächstes hierhin gehen und dann kämpfen wir uns dahin. Aber erstmal werden wir abhauen. Ich meine, wenn einen das schon warnt, dass es so eine heftige Gegnerpräsenz sein soll, dann muss das nicht sein. Dann werden wir aber zumindest noch hier hingehen. Ich hätte auf den See mich trotten müssen. Vielleicht ist da was. Ah, egal. Ja.
Aber ich möchte erstmal die Wahr. Jetzt sehen die Mongolen, was ein rachedurstiger Samurai kann. Richtig. Hey, ich habe eine gute Rüstung, ja? Nein, ich möchte nicht zu dir. 18 Vorräte, das ist schön. Ja, aber ich trage halt auch... Zerbrechen die Mongolenwaffen. Viel besser. Das reicht. Na, mir fehlt noch ein bisschen. Ein paar Vorräte fehlen mir dann noch. Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen. Aber gut. Was war denn der Unterschied zu 1? Okay. Wir sehen uns wieder. Ja, gut, ne? Sehr weit scheint das nicht zu sein. Oh, hier haben wir ein Erscheinungsobjekt. Ich bearbeite alle Arten von Rüstung. Oder ist das verbuggt? Das könnte natürlich sein. Also sollte nicht so sein, aber... Oder vielleicht in dem Gebäude? Ich weiß es doch auch nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie will das nicht. So wie ich will. Hier ist ein Banner ganz in der Nähe. Und Gesundheit ganz in der Nähe. Das heißt, die zwei machen, werden wir machen. Und dann begeben wir uns schon mal dahin. Aber ja, das war's auch wieder für diese Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Also bis dann. Tschüss.